Jetzt am Wort Bettina Zopf, ÖVP. Liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Alle Vorredner haben die Themen, die jetzt behandelt werden, eingehend erörtert. Die Regelungen betreffend der Freistellung für Schwangere wird wieder verlängert und somit der Schutz der werdenden Mütter und nächsten Generationen. Zur Kollegin Belakovic, ich weiß nicht, warum sie sich so negativ äußert, aber vielleicht sollten wir einmal darüber reden. Wir haben auch sehr gute Ärzte in unseren Reihen und sie kann gerne mit ihnen einmal Kontakt aufnehmen. Wie in meiner letzten Rede geht es hier wieder um die zukünftigen Generationen und für sie ist unsere politische Arbeit sehr wichtig. Auch habe ich das letzte Mal die Vermutung geäußert, dass Kollege Stöger und Kollege Muchic Eigeninteressen an dem Beschluss zur Langzeitversichertenregelung hätten. Bei Kollege Muchic hat sich der Verdacht nicht bestätigt und er hat dies auch gleich im Anschluss in einer tatsächlichen Berichtigung klargestellt. Die Details, die du, Kollege Muchic, im Anschluss an meine Rede erklärt hast, stehen in deinem persönlichen Werdegang auf der Parlaments-Homepage leider nicht drin. Deshalb möchte ich mich für diese Vermutung entschuldigen und dies auch öffentlich. Wie unangenehm es ist, wenn Vermutungen einfach so stehen bleiben, sieht man auch an diesem Beispiel. Eine anständige Fehlerkultur ist mir persönlich wichtig und das möchte ich auch in meinem politischen Leben so handhaben. Das erwarte ich mir auch von euch und muss feststellen, dass viele hier im Haus anpatzen und wenn sie überhaupt etwas sagen, dann am Platz vorbeischauen und meinen, das war nicht so gemeint, du musst es schon aushalten. Die unrichtigen Vorwürfe bleiben aber öffentlich stehen. Das ist nicht nur unangenehm für die Betroffenen, sondern eins muss uns allen klar sein. Wir schaden uns allen. Wir beschädigen die gesamte politische Landschaft und das möchte ich nicht. Ich bin in der Politik, weil ich Menschen mag und wir Politiker sind auch Menschen. Mir ist es auch wichtig, junge Menschen für die Politik zu begeistern. Und wie soll das gehen, wenn wir kein ordentliches Vorbild sind? Wir haben jetzt die letzte Sitzung vor Weihnachten. Weihnachten gilt grundsätzlich als Fest der Besinnlichkeit und als Fest des Friedens. Und ich habe nur einen Wunsch an das Christkind. Mögen alle politisch verantwortlichen Menschen folgendes Motto ernst nehmen. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und weil es ja hier zum Thema Mutterschutz geht, das ist der Grundsatz, den mir meine Mutter gelernt hat und den ich auch lebe. Wenn ich austeile, muss ich auch einstecken können und wenn ich Fehler mache, dann stehe ich dazu. In diesem Sinne, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Applaus